leicht so werden will wie Kai Hebel. Ja, ja. Spricht doch nichts dagegen. Stylmäßig bin ich da auf einem guten Weg, glaube ich. Da musst du noch ein bisschen nacharbeiten, ja, aber ich sag mal, die Schuhe und die Socken, ja. Schuhmäßig geht da schon einiges, geht da einiges. Tim, wir müssen reden. Fang an. Im Dezember, ja, ist es soweit, dann ja, jährt sich ein Tag, 10 Jahre Tim Melzer im Fernsehen. Ja. Hast du jemals gedacht, ich sabbel mich 10 Jahre durch die Branche? Also wenn ich ganz ehrlich bin, nein. Also ich habe da, vor allem habe ich am Anfang ja auch nicht gesabbelt. Joko, ja, was ja die wenigsten wissen, Joko hat früher schon mit mir zusammengearbeitet, bei Schmeck nicht, gibt's nicht, der meine Anfangssendung bei Vox und war sozusagen mein Food-Redaktionskompetenzteam. Also hat mich immer mit den überflüssigen Details und Informationen versorgt, die ich dann einfach in diesem verbalen Durchfall von mir gegeben habe, ja, während dieser Sendung. Überflüssig, also, ist ein gutes Stichwort. Ja. Er war auch, also flüssig ist das Stichwort. Okay, egal, komm, wir schauen mal, bevor wir gleich in die Details gehen. Wir schauen mal ganz kurz rein in eine sensationelle Matz. Tim Melzer, allererste Sendung vor 10 Jahren haben wir ausgegraben. Und so sahst du damals aus, Tim, bitteschön. Cool. Super cool. Kurze Frage, ist das doch schon 30 Jahre her? Oder? Also es sieht so aus, als ob es 30 Kilo her ist auf jeden Fall. Also ich habe doch einiges weniger gewogen. Und ich habe mir meine eigenen Sendungen nie angeguckt, weil ich kann mich selber nicht beim Reden zuhören. Also das ist einfach, also das fängt dann wirklich an zu nerven. Und muss ein großes Kompliment an den Schnitt aussprechen. Also es gab wahrscheinlich das größte Schnittteam, das damals im deutschen Fernsehen gearbeitet war, bei der Sendung, weil ich konnte keinen einzigen Satz gerade aussprechen. Joko, wann bist du dazu gekommen? Ich habe die ersten 2-3 Monate, glaube ich, nicht mitgemacht. Die ersten 15 Sendungen waren es, glaube ich. Das war so eine Pilotphase, die damals... 10. Die ersten 10 waren es, gute Sendungen, habe ich nie mitgemacht. Und dann bin ich da relativ zügig dazugestoßen, weil es dann irgendwie, das Projekt war neu in der Firma. Ich habe halt in der Firma gearbeitet, habe vorher mit Tine Wittler Einsatz in 4 Wänden gemacht. Das kann man ja auch mal erzählen. Als Redakteur. Hast du gemacht? Ja, das war... Und du schreckst ja vor nichts zurück. Nee, das war damals. Damals wusste ich noch nicht, was gutes Fernsehen ist. Ja. Und bin dann zu Tim gekommen. Das war... Sag mal, dieses Einzug in 4 Wänden, da muss ich jetzt mal nachfragen. Muss ich jetzt mal ganz investigativ nochmal nachfragen. Ist es wahr, dass ihr all das, was ihr da den Leuten erstmal gegeben habt, hinterher wieder einkassiert habt? Nein. Doch, das habe ich mal gehört. Was? Nee, nein. Das war erst... Nein, aber das ist ja das Allerletzte. Nee. Nein. Also so schlimm ist selbst RTL nicht. Also, ihr habt zusammengearbeitet. Du warst sein betreuender... Redakteur. Also ich war quasi derjenige, der ihm für die Sendung all die Informationen vorbereitet, die er dann idealerweise an den Mann bringen sollte und an die Frau zu Hause vom Fernsehgerät. Und ich finde, da ist jetzt auch ein bisschen Fishing for Compliments von seiner Seite, weil Tim hatte immer diese unfassbare Gabe. Ja, man hat ihm halt dieses Rezept runtergebetet, was er da halt kocht, weil das muss man ja auch mal, das ist einfach dann 3 Gänge, die er da in jeder Sendung gekocht hat, die er dann aus dem Kopf gemacht hat. Und man hat ihm das vorher runtergebetet, das hatte man halt auf Papier runtergeschrieben, wie er das macht. Du machst zuerst das, dann machst du das, dann machst du das, damit alles auch gleichzeitig fertig ist. Sie haben ihm gesagt, was er kochen muss? Das hat diese Marisol von Appen, hat das so geschrieben, ich habe ihm das vorgelesen. Aber es war ihr Rezept, das war ihr Rezept. Ja, genau, richtig. Aber es ist ja wirklich so, dass das Ding ist ja praktisch live getaped worden. Das heißt, wurde nicht abgesetzt und ich habe vorne angefangen und hinten aufgehört. Und wenn das schief gegangen ist, wurde es gezeigt. Und damit die Kameraleute, hier Likey, der die Kamera gerade trägt, der hat auch bei mir gearbeitet. Und damit die Kamera... Was? Ist so. Ja, jeder. Damit die überhaupt die Bilder einfangen können, weil ich ja so ein Derwisch in der Küche bin, damit die überhaupt wissen, was ich als nächstes eventuell mache, sind wir immer schon so eine ganz leichte Reihenfolge durchgegangen. Und eine typische, ich weiß nicht, wie bereitest du dich auf eine Sendung vor? Auch so. So, ich mach das mal vor, wie wir uns vorbereitet haben, dass wir mal deine Karten haben. Ja. Joko hatte seine Kärtchen in der Hand. Ich lag in den meisten Fällen. So am Boden. Und welche Uhrzeit? Wirklich, welche Uhrzeit? Oh, wir haben früh angefangen, 12 Uhr oder so. Wenn es mal um 8 losgegangen ist, kann es auch sein, dass Tim halt vom Kiez direkt ins Studio gekommen ist. Ich hatte damals wirklich eine wilde Phase. Ja, das kann man nicht anders sagen. Konnte man das dann auch essen immer? Also hat es dann auch geschmeckt? Nein, es kann ja sein, du machst es super und es sieht klasse aus, aber es schmeckt überhaupt gar nicht. Bei mir sah es meistens scheiße aus, das hat aber gut geschmeckt. Das war mein Problem damals. Nee, es hat wirklich, bis auf einmal,
Ja, wir haben, glaube ich, wirklich, ich habe drei Jahre irgendwie gearbeitet und wir haben eine Sendung doppelt gemacht. Und da war dann auch immer der gesagt so, nee, sorry Leute, das können wir so nicht senden. Das, wenn die Leute das nachkochen, schmeckt es nicht. Das machen wir nochmal. Und man war so, na super, der Feierabend, der hat sich erledigt. Dann machen wir es jetzt nochmal, weil der Herr gerne nochmal kochen möchte, weil die Leute das zu Hause eventuell genauso machen können. Aber das ist, Tim, erinnerst du dich, wie Joko eben... Wie Joko sich eben kaputt gelacht hat über deinen ersten Auftritt. Ja. Wir haben auch seinen ersten Auftritt. Oh, geil, ich war dabei. Und da schauen wir jetzt mal kurz rein. Bitte schön. Zeig mal. Schönes Ding. Ja. Joachim Cornelius. Nee, Cornelius Joachim? Joachim Cornelius. Joachim Cornelius. Ja. War da klar, ich will das auch? Ich will auch ins Fernsehen? Und wenn ich das jetzt sehe, frage ich mich, wie ich diesen Gedanken jemals fassen konnte. Ich mich auch. Aber nee, es war für mich immer das Ding und wir hatten wirklich eine gute Zeit. Also das war echt Spaß, die Zeit mit Tim da, bei Schmeckt nicht, gibt's nicht. Und ich habe mir immer nur ernsthaft gedacht, so, was der da kann, ne? Das kann ich auch. Und nicht das Kochen, sondern das Sabbeln. Und ich hatte so die Hoffnung, dass mit einer gewissen Sicherheit der Kamera, was du, glaube ich, bestätigen kannst, was jeder bestätigen kann, der diesen Beruf ausübt, dann auch das natürliche Quasselgehen so durchkommt. Mhm. Und das hat man da jetzt gesehen mit einer Geschichte, die jeglichen Witz verloren hatte, weil sie einfach nicht lustig war. Da fehlte alles an dieser Geschichte, die ich da erzählt habe. Ich sagte gerade, während das Ding lief, wo ist die Pointe? Wo ist die Pointe? Ja, das ist einfach nur wahllos irgendwas erzählt. Man hat sich ein bisschen entwickelt, aber es gab bei mir nie diesen Moment, wo ich gesagt habe, ich möchte jetzt unbedingt ins Fernsehen. Das hat sich irgendwie so ergeben. Hat ja geklappt. Hat geklappt, ja. War auch gut so, dass du das gemacht hast. Was hast du denn gedacht, als plötzlich dieser junge, langmähnige Praktikant an deiner Seite war? Also die Zeit war wirklich extrem komisch und es gab noch einen zweiten Kollegen, irgendwie Sven Schrader damals und Joko und Sven Schrader, das war ein Tag-Team, also die haben wirklich einen Wortwitz gehabt, die haben die Dinger uns um die Ohren gehauen, also die haben schon Live-Comedy gemacht und haben auch nebenbei mal so kleine Sachen ausprobiert, irgendwie, ihr habt noch mal irgendwie so ein Video gedreht mit so einem komischen Affen. Wir sind hier, um über dich zu erzählen. Auf jeden Fall kam mir dann irgendwann, pass auf, Tim, ich wollte übrigens was sagen, ich gehe jetzt auch vor die Kamera. Ich habe MTV war das, ne? Mhm. Der erste Job war MTV. Und ihr seid immer noch befreundet, ja? Also das ist eine Freundschaft, die über diese Fernseharbeit, diese gemeinsame hinausging, Joko? Ja, weil er jetzt hier gerade so eine Schlute zieht. Nee, total. Also ich muss auch, Tim ist in der ganzen Zeit, und wir kennen uns jetzt dann auch, du bist 10 Jahre im Fernsehen, ich war relativ am Anfang dabei, wir kennen uns dann auch fast 9 Jahre anscheinend. Ja. Er hat sich nicht verändert. Und das, finde ich, muss man auch einfach mal wirklich... Er hat sich verdoppelt, aber nicht verändert. Oh, vorsichtig jetzt. Entschuldigung. Nein, aber menschlich, wir reden vom menschlichen... Wir landen gleich auf der Titelseite der Mopo, wenn du weitermachst. Nein, aber menschlich muss ich jetzt einfach wirklich sagen, Tim ist einfach Tim geblieben. Und das ist wirklich, ich meine, ihr kennt euch auch schon ein bisschen länger. Ja, Tim ist nie der Typ, dem irgendwas zu Kopf gestiegen ist. Tim ist nicht der Typ, der von all diesem Hype, der um ihn kreiert wurde, irgendwann eine Veränderung in seinem Kopf stattfinden lassen. Das ist aber bei dir auch so, finde ich. Das wir kennen uns nicht so gut, aber ich habe das Gefühl, dass du jemand bist, von außen betrachtet, der sehr genau weiß, wo er herkommt. Ja, das ist vielleicht auch dem zu schulden, weil ich auch total happy bin mit dem, was ich da habe. Und ich halt nicht da so reingeboren wurde und das alles dann deswegen gewesen ist, sondern man hat sich da so Stück für Stück erarbeitet. Und ich bin auch total dankbar, ist immer so ein komisches Wort, aber ich freue mich darüber, dass ich das machen kann, was ich da mache. Und vielleicht ist das einfach so ein bisschen auch ehrfurcht davor zu wissen, irgendwann kommt jemand und sagt so, ciao, ne? Jetzt musst du richtig arbeiten. Das war's jetzt. Aber ich glaube, generell ist es ja so, bei den Leuten aus den Medien, irgendwie die Leute, die was können, drehen selten durch. Das sind meistens nur die Flitzpiepen, die einfach nichts auf die Reihe bekommen. Das sieht man wirklich immer, also nicht Flitzpiepen jetzt. Fritz Egner für mich war das eben gerade eine tolle Begegnung. Es gibt mir hin und wieder mal wieder so Gesichter, danke, und wenn danke, man die danke. Wirklich in 3D, auf, also in echt vor einem sieht, und dann denkt man, Mensch, Meier, was hast du mein Leben begleitet? Und das hast du auch definitiv. Und die meisten Leute, die was können, sind alle down to earth. Also das ist wirklich, das sind nur diese namenslosen, tittenoperierten. Okay, lass uns. Ja. Lass uns. Nach dem Mädchen in Anführungszeichen. Ja. Ja. So. Ja. Das Geile ist, das Gute ist ja. Wir wissen halt, was wir können und wir wissen, was wir nicht können. Und ich glaube, es gibt auch keinen Grund darüber mehr, sich da irgendwo anzusehen. Besuchst du ihn manchmal auf Mallorca zum Beispiel? Oh ja. Ja. Oh ja. Du rettest dich auch selber da rein, wenn du sagst, oh ja.
Das ist, Nein, das war ein freudvolles Oh ja. Ach so, okay, cool. Nein, ja, wir ab und an schon, ja. Jetzt ein Jahr schon nicht mehr, weil die Zeit einem persönlich auch knapper wird und man dann die Zeit auch anders aufteilt. Aber ich war schon das eine oder andere Mal auf Malle, ja. Und? Super. Ja, wir haben immer, wenn wir da sind, gute Zeit. Wir haben wirklich mal eine schöne Zeit gehabt. Und zwar waren wir mal in einem Club, was ich bis heute nicht glaube. So, jetzt geht's los. Aber nicht in dem einen. Nicht in dem einen. Was meinst du, im Titus? Wir waren in einer Diskothek im Titus in Palma, heißt das Ding. Und wo ich felsenfest überzeugt war, dass ich noch niemals in diesem Laden drin war, auch 3 Tage später noch nicht. Und, aber hast du die Fotos noch? Ja, jetzt hier auf dem Handy. Nee, Gott sei Dank nicht. Aber es gab dann Fotobeweise. Es war ein bisschen so wie bei Hangover, also wo man wirklich anhand des Handys seinen Abend noch mal rekonstruiert hat. Und ganz drollig war, wir sind dann mit dem Taxi nach Hause gefahren, waren aber natürlich blitzeblank, hatten keine Kohle mehr dabei. Ich hatte kein Geld zu Hause irgendwie so, außer diesen, den hat ja jeder zu Hause, so diesen Groscheneimer. Also da, wo wirklich das ganze Kupfergeld reinkommt. Aber an der Stelle übernehme ich jetzt, weil wir sind nämlich ins Taxi gestiegen und ich meine zu dem, Tim, ich kann kein Spanisch, ich kann dem Taxifahrer nicht erklären, wo ihr da draußen wohnt. Du musst wach bleiben, Tim. Ja, ja. 3 Sekunden aus dem Fenster gucke, ich gucke zu Tim. Und Tim, wach zu kriegen, wenn er schläft, ist nicht das Leichteste, ja. Das wusste ich noch aus den schrecklich kitzlig Zeiten. Und dann habe ich diesem Taxifahrer irgendwie, ich weiß bis heute nicht, wie wir da hingekommen sind, irgendwie erklärt, wie man da in diese Pampa kommt. Und dann waren wir dann halt final da. Und ich so, Tim, wir sind da. Du hast gesagt, wir machen das jetzt mit der Kohle hier. Der Typ will sein Geld haben. Und das waren irgendwie, keine Ahnung, 77 Euro oder so. Und also nicht wenig. Und Tim hat nur die Tür auf vom Haus gegangen und meinte, in der Küche ist so ein Eimer. Da ist das ganze Kleingeld drin. Und ich bin dann in die Küche, habe diesen Eimer mit dem Kleingeld gesucht und mache diesen Deckel auf. Und dann sind da nur 50 Cent, 20 Cent. 10 Cent. Und ich habe wirklich, ich habe, glaube ich, eine Dreiviertelstunde in der Küche das Geld gezählt, in meinem Kopf auch nicht ganz leicht, und bin dann mit so vollen Händen raus in diesem Taxifahrer, habe ihm das auf die Mauer gelegt und er guckte mich an und ich meinte nur so, sorry. Das war halt... Aber ist doch schön. Nee, aber... Hast du Erinnerungen daran? Nein. Ja, aus seiner Erzählung. Also ja. aus zweiter Hand sozusagen. Ja, also, aber wir sind ja alle ruhiger und älter geworden inzwischen. Ist das so? Bist du ruhiger geworden? Ein bisschen. Nicht viel, du machst gerade so viel wieder. Ist ja ein Thema in eurer aller Leben sozusagen. Lauter Menschen, die mit sehr viel Disziplin das vorantreiben, was sie so tun. Joko ist ein gutes Beispiel, der immer mehr arbeitet. Du hast es eben kurz angedeutet. Wie kam es eigentlich zu dieser Zusammenarbeit mit Klaas-Rolfer Umlauf? Oh, das war aus Ermangelung an Alternativen, damals bei MTV und Viva, glaube ich. Also nein, gar nicht böse formuliert, sondern wirklich so. Wir waren so ein bisschen die letzte Instanz. Er war bei Viva einer, der übrig geblieben ist. Ich bin einer bei MTV gewesen, der übrig geblieben ist. Und es war so, es gab faktisch nichts zu moderieren. Und dann hieß es so, was ist denn, wenn wir die beiden zusammen in eine Sendung stecken und was machen? Das müssen sie irgendwelche im Hintergrund ausgedacht haben. Mich hat damals mein Vorgesetzter angerufen und meinte, du, wir sind da an einem neuen Konzept dran. Wir würden dir aber gerne jemand an die Seite stellen. Und bei mir war so im Hinterkopf der Wunsch, vielleicht meinen die ja,